Moin, Leute. Ja, zurück vom Wasser und Zeit wird es aber auch, wie ich mir sage, ne? Ja, Leute, ich bin mit euch zum Karpfenangeln gefahren, wie ihr wahrscheinlich schon im Thumbnail oder in der Beschreibung gelesen habt. Und verhofft kommt oft, sage ich immer. Eigentlich war ich total im Raubfischmodus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war so die Woche schon heiß, ich dachte mir, oh ja, schön Hecht angefahren. Hat sich abgekühlt, wie ihr seht, es ist nicht mehr so warm. Mitte September, um genau zu sein, den 14. heute. Bei mir kriegt ihr die Videos immer relativ aktuell, wenn ich wie heute am 14. seht ihr wieder am 15. Ich mache das immer so, ich muss mir da nicht wochenlang aufsparen. Ich sitze einmal die Woche am Wasser, wenn es gut läuft, auch zweimal und dementsprechend lade ich es auch gleich hoch. Naja, Leute, eigentlich wie gesagt, war ich im Raubfischmodus, gestern klingelt das Telefon, Kumpel hat Urlaub, kenne ich seit 20 Jahren. Ich will Karpfenangeln. Naja, machst du mit, ich denke, ach scheiße. Wann hast du mir mal die Chance mit ein, zwei Leuten? Bei mir ist es arbeitsbedingt, Leute. Ich gehe mir eine Woche angeln, weil ich Wochenende arbeiten bin. Und natürlich, der Normalsterbliche hat Wochenende frei. Ne? Als Beispiel nur mal, um das hier ein bisschen in die Länge zu ziehen, noch ein bisschen. Sitze ich meistens immer allein am Wasser. Ich denke, ach scheiße, fährst Karpfenangeln mit. Ich sage, Digga, das wird aber eine Hausnummer bei mir hier. Weißt? Beim Kumpel von mir, nur Karpfenangler, große Gewässer mehr. 60, 70, 100 Hektar. Und uns aber schon zweimal auf die Schnauze geflogen. Kein Ding. Wir haben großen Gewässern angelt, da blängst du auch. Das bleibt nicht aus. Du kannst nicht jedes Mal Fisch fangen. Selbst ich weiß nicht, was hier heute rauskommt. Das ist jetzt keine hundertprozentige Fanggarantie. Ich sag dann, lass uns da bei mir zu dem kleinen Vereinsgewässer fahren und dann ist gut. Da musste sich tatsächlich den Kumpel von mir noch eine Karte für kaufen. Ich sag, warte, da hast du keine Karte für? Nö. Ich sag, guck an. Hätte ich nicht gedacht. Ist so. Naja, egal. Eine Ruder ich rausgebracht, Leute. Ihr wisst, ihr kennt meine persönliche Ungeduld. Das ist bei mir nun mal so. Eine Ruder ich rausgebracht, bisschen aufgebaut. Ich musste eh noch kurz warten, saß hier noch eine halbe Stunde, habe schon alles aufgebaut. Bis der Kumpel vor mir kam, der kam mit dem Quad, weil ich hatte nur eine Batterie und einen E-Motor. Naja, lässt sich schlecht fahren damit, weil er das Boot mitgebracht. Naja, Leute, kurze Erklärung, wie immer. Leute, die mich länger verfolgen, wissen das. Route 360, 3 Lips, Rolle, Ukuma 8K. Das ist in meinen Augen eine der günstigsten, besten Rollen, Karpfenrollen, die ihr kaufen könnt. Ein anderer Kumpel von mir angelt die. Der angelt auch nur Karpfen, das ganze Jahr durch. Der hat die seit 4 Jahren drauf und der hat gerade jetzt am Wochenende seinen 58. Karpfen gefangen. Und der fängt aber jenseits der 20 Pfund oder 30 Pfund. Der fängt wirklich gut und große Fische auch. Und der angelt die seit 4 Jahren und seitdem hatte ich mir die auch gegönnt. Bei mir ist es halt noch monofil. Eigentlich wollte ich mir ein Geflecht draufziehen, aber machen wir nächstes Jahr. Weil bei mir ist es halt so, früher oder später, bei mir, umso kälter das wird oder umso frischer es wird, wird bei mir die Karpfensaison enden. Ich werde es zwischendurch immer noch ein, zwei Mal machen, aber nicht mehr so oft wie in den letzten Malen. Ich bin dann wirklich eher so, ja, Brandung, Ostsee, vielleicht mal noch ein bisschen Fiedern gehen, gucken, mal gucken, was geht. Und definitiv dann auch Raubfisch. Umso kälter das wird, das ist bei mir Raubfischzeit, das ist bei mir so drin, das war schon immer so. Naja, dieses Jahr habe ich mir viel an diesem kleinen Teichen rumgetrieben. Sonst war ich auch so ein Kilo-Verächter, bin ich ganz ehrlich, aber nur 17, 18, 19 Kilo. Aber mittlerweile bin ich als Leute, stehe ich da so ein bisschen drüber. Ich bin froh, wie ich Opas fange. Und ist mir auch relativ egal, ob das so ein Karpfen ist, so einer oder so einer. Ich stehe da so ein bisschen drüber. Ich musste mir auch schon ein, zwei Sachen von Bekannten anhören. So, was ist los mit dir, weißt? Weiß ich nicht. Ist so einfach. Es ist so, wie es ist. Jedes Jahr ist anders. Vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr bald wieder von großen Seen wieder. Aber dann müsst ihr auch damit leben, da das nicht jedes Mal piept. Das ist nun mal leider so. Leute. Hauptschnur ist eine Mono 0,35,5er Shimano Technium. Seine Zeit, wo ich noch viel Mono geangelt habe, wie es ja jetzt momentan auch wieder macht, die letzten Male, in meinen Augen eine der besten Mono-Schnüre, die ihr kaufen könnt. Ich habe da nie einen Schnurbruch mitgefangen. Ich habe da 17, 18, 19 Kilo mit rausgeprügelt. War eine Top-Schnur. Solange du nicht anfängst, natürlich hier sonst weit auszulegen. Solange du so ein bisschen aktionsradius bleibst, so wie hier, das sind hier, keine Ahnung, 60, 70 Meter, 100 Meter kannst du auch noch mitmachen. Alles andere ist mir das zu doll Gummiband, ist Geschmackssache. Ich weiß, es gibt Leute, die legen auch 300 Meter mit Mono aus. Ist nicht meins, bin ich ganz ehrlich, aber das lasse ich auch jedem seins. Haben ein kleines Leadcore vorgeschaltet, gar nicht viel. Muss hier nicht mal, aber ich habe es trotzdem vor, 60, 70 Zentimeter, in dem Fall ein Inliner-Blei drauf. Ihr wisst, ich bin immer eigentlich meistens recht oft, wenn ich auslege, bleifrei unterwegs. Die Route, die ich ausgebracht habe, denkt auch ein Stein dran. Mache ich an der auch. Aber hier war das noch dran vom letzten Mal, weil die hat die ufernah geworfen. Das sind 120 Gramm, die bleiben da dran, wie wir aufs Plateau legen. Und deswegen lasse ich die auch einfach. Mit einer ganz einfachen Inliner-Montage an die Tangle-Sleeve mit einem 20 cm langen Vorfach. Und den dran.
Mein Viererhaken von Korda. Ich stehe auf diese Haken mittlerweile. Ich angle die erst seit dieses Jahr auch mit der, ganz ehrlich, mit einem kleinen Kicker oben drauf, quasi nur einen kleinen Schrumpfschlauch. Es gibt ja immer diese Haken, die haben schon diesen Curve-Schwenkbogen drin. Ich kaufe mir diese Haken immer ganz gern, die den geraden Schenkel haben. Da ziehe ich mir dann oben einen kleinen Schrumpfschlauch rauf und ich habe das sehr oft, zack, was heißt oft, wie ihr seht, er kippt den, wenn er den inhaliert und wieder auspustet, er kippt den immer schön nach unten rein. Und die Fische, die ich fange, wenn es nicht gerade die Lütten sind, die kloppen eh um sich. Wenn die so schütteln, dann kann das auch mal sein, dass er hier drin hängt. Aber alles, was ein bisschen größer ist, hängt der zu 99%, hängt der da, wo er hingehört, vernünftig unten in der Unterlippe. Und ich stehe auf die Haken mit dieser kleinen Spitze drauf. Die Dinger sind so böse scharf. Wie man sieht, ich habe mir das Ding vor kurzem gerade schon wieder in die Hand gejagt, hat schon wieder geblutet, bloß weil ich nicht mal aufgepasst habe. Und gerade im Frühjahr finde ich die auch geil. Gerade im Frühjahr, wenn sie noch so ein bisschen zickig beißen, das hatte ich die, ich glaube dieses Jahr, nee, letztes Jahr auch anfangs gehört, sondern hatte so ein, nur dieser Anfasser, seitdem ich die Haken angel, hängt da ein Fisch dran. Den wird der nicht wieder los. Ich stehe auf dieser Haken, naja, ohne Werbung zu machen, ich finde sie einfach nur geil. So, unten dran, und einfach ein 15er Boilie. An dem Gewässer folgender Beweggrund, hier sind schöne Schleien drin. Wenn jetzt die Brassen oder so drin wären, wird dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, 20er mit 15er oben drauf werden. Gibt's hier nicht. Und von daher, hier sind schöne Steine drin, jenseits der 50, 60er Marke. Und deswegen hänge ich mir da ganz gern unten einfach einen Boilie, einen Sinker ran. Ich bin kein Freund von diesen Pop-Ups. Ich habe es früher auch probiert. Ich fange mit Sinkern besser. Am liebsten meine Lieblingsfarbe in Gelb. Und ja, das ist die ganze Hintergrundgeschichte dabei, Leute. Ich weiß, Leute, die das schon länger gesehen haben, die haben das jetzt zum 70. Mal wahrscheinlich gesehen. Aber wie ich immer sage, Leute, es kommen auch immer mal wieder neue Leute zu. Und von daher sage ich auch immer wieder tausend Dank. Gerade fürs Abonnieren und so. Ich weiß, so ein Abo bei YouTube, das gibt es nicht so leicht. Und da freue ich mich jedes Mal drüber. Und von daher erkläre ich das auch immer ganz gerne nochmal einmal. Leute, ich bringe die Route raus. Dann machen wir die fertig. Da lasse ich euch mit reingucken, wie die rausbringen, wie ich die nochmal fertig mache. Dann gehen wir mal gucken, was Michi drüben macht, weil der ist nochmal aufbauen. Leute, bis gleich. Dran. Boah, ich war schon wieder einen Schritt weiter. Ich habe ganz vergessen. Wir brauchen noch ein bisschen Futter, ne? Hier habe ich ganz einfach ganz viele 20er, 15er, 16er Boilie, aber hauptsächlich gelb, noch gemischt drin. Und ich wollte noch ein bisschen Grundfutter anmischen. Dann fiel mir eben ein beim Rausbringen. Da kommt aber raus, wenn er nicht aufpasst. Leute, diesen Plastemüll, nimmt den bloß immer mit nach Hause. Ich krieg da meine kleine Krawatte. Ich kam eben auch schon wieder an. Ja, ein bisschen was liegt immer rum. Das lässt sich nicht umgehen. Sollte sich umgehen lassen, definitiv. Aber wenn ich schon wieder sehe, dass da Bierflaschen drin liegen und keine Ahnung. Ich trinke auch mein Bier. Ist so. Wenn ich hier 24 Stunden sitze, trinke ich auch gerne mal ein, zwei Bier. Ist so. Bleibt nie aus. Stehe ich zu. Und aber wenn ich sehe, da liegt mein Bier, meine Biermarke und dann, ich sammle das mir ganz gerne auf, weil das, wenn ich dann hier geangelt habe und der Nächste sieht das Video und der weiß, wo das ist, dann fällt das auf mich zurück und nimmt euren Scheißmüll mit nach Hause, Leute. Ich hab, hau mir einfach, ganz einfach einen Eimer, Kilo Grundfutter, 0,815, ist nicht besonders was. Ich nehme da, was ich kriegen kann. Ich habe bei mir zu Hause, ich bestelle mir das manchmal kiloweise, keine Ahnung, 20 Kilo, die liegen bei mir in der Kiste drin, dann nehme ich das raus, manchmal ist das MK, manchmal ist das hier was. Dann ist zum Beispiel Fiederfutter, scheißegal. Das muss nicht sonst was sein. Hier auf jeden Fall mit dem Mais nicht geizen. Da hauen wir mal schön noch. Ach scheiße, da hauen wir die ganze Dose rein. Da hauen wir die ganze Dose Mais mit rein. Dann rühren wir das mal grob um. Dann hauen wir schön mit oben rauf. Das Zeug hat eine Lockwirkung. Das ist der Wahnsinn, aber brauche ich auch nicht erzählen. Kannst du an Gewässern, wie gesagt, wenn du da an Gewässern machst, wo natürlich viel Brassen drin sind oder sowas. Und dann ist das nicht so ratsam. Dann fütter ich wirklich auch nur Boilies. Obwohl ich sagen muss, an den Gewässern bei uns in den letzten Jahren, wenn ich jetzt, sag ich mal, 3-4 Jahre zurückrechne, mit so einem 15er Boilie bei mir am See, da wäre es wohl unglücklich geworden. Aber selbst da nicht mehr. Also die Brassenpopulation ist bei uns zurückgegangen, muss ich sagen. Auch an Gewässern, wo ich genau wusste, hier sind Brassen drin oder so. Selbst Kumpel von mir, wie gesagt, mit euch, der hat 58 gefangen, der hatte dieses Jahr 3 Brassen. Und an Gewässern, wo eigentlich gut Brassen drin waren. Weiß ich, ob die Walle da aufräumen oder keine Ahnung. Scheißegal, Leute. Naja, ich mische das hier ein bisschen durch. Mach das noch ein bisschen feiner. Ein bisschen feuchter gleich. Ich habe jetzt bloß kein Wasser zur Hand. Will ich euch ersparen. Mehr ist es nicht. Ein Kilo Grundfutter, Dose Mais. Da mache ich mir noch ein paar Ballen. 2-3 Stück. Die schmeiße ich mit drauf. Und 2-3 Hände von den Boilies. Und das machen wir jetzt auch. Leute, dranbleiben. Jetzt aber. Meine Güte.
wieder durch den Wind hier nach der Nachtschicht. So, meine lieben Angelfreunde, wie gesagt, nächste Montage, nichts Besonderes, bloß ein Safety Clip dran, selbe Route, selbe Rolle, selbe Schnur. Auch da kein großes Hexenwerk, nimm mir einfach meinen 15er Body, den knacke ich mir ganz einfach unten ran. Ich angle hier tatsächlich alle drei Routen gleich, ab und zu habe ich es auch mal wirklich gemacht. Eine fische ich, eine mal mit dem 20er, es hat sich nie irgendwie rauskristallisiert, dass das irgendwie mal anders war. Von daher, selbe Montage, selber Haken, selbes alles, alles gut. Ja, nehme ich mir mal meine Steintasche, suche mir noch einen schönen Stein raus. Ja, schon ein Stück gemacht. Ja, herkömmlicher Stein, Leute. 390 Gramm in dem Fall. Bisschen groß bald, habe ich keinen anderen mehr. Ach, hier haben wir noch einen kleineren. 220 Gramm, ganz einfach. Loch eingebohrt, mit einem Dreier Bohrer, herkömmlichen Wirbel. Wenn ihr da ein Loch einbohrt, wenn ihr das, mich haben viele Männer gefragt, wie ich dem nachmachen. Wenn ihr ein Loch einbohrt, bohrt einfach ein Loch ein, lasst den Staub drinne, macht einen ganz kleinen Tropfen Sekundenkleber, nimmt einen irgendeinen Wirbel, drückt den rein. Eins, zwei, fest. Game over. Safety Clip Montage, eingehangen. Gummi oben drüber, den Tube. Fertig ist die Geschichte. Leute, so bringe ich das raus. Ganz einfach. Wie gesagt, Leute, die länger verfolgt haben, es jetzt tausendmal gesehen. Ich stehe mittlerweile drauf. Du hast keine Bleiverschwendung, sonst Stein gibt es überall und von daher, es hakt sich geil. Gerade bei den ausgelegten Routen. Ach, hier ist noch ein Tube drauf. Den muss ich sogar nachmachen. Entschuldigung. Hier hängt, das war noch eine Inliner-Montage. Den muss ich nachmachen. Naja, egal. Kurz zum Erklärbär. Fisch kommt, bumm, inhaliert sie das Ding ein, hakt sich, ich muss mit den Haken ein bisschen aufpassen, zieht da dran, bumm, reißt ihn raus, Stein fällt runter, ihr habt den Fisch an der freien Leine. Mega, ich finde, es drillt sich geil, es macht sich geil. Und von daher angel ich das wirklich zurzeit mega gerne. Ich muss nur mal gucken, dass ich den Tube hier ab... Ach nee, ich kann den ja über den Knoten rüberschieben. So, da gehört er hin. Ja Leute, ich bin ein bisschen durcheinander. Auf der einen ist ein Dat drauf, auf der einen ist ein Dat drauf. Guckt euch diese Haken an. Deswegen spüre ich auch den. Du kommst da nur gegen und er hängt da drin und du bist ihn nicht wieder los. Und von daher mag ich die. Ey, ist mir scheißegal, was andere davon denken. Ich finde das geil. Und mir ist das auch scheißegal, wie schon Zeug sagte, ob die Karpfen 50 cm haben, 60, 70, 80, 90 oder 3,20 m. Mittlerweile steht total drauf. Und die bringe ich jetzt raus, Leute. Da lasse ich euch mal ein bisschen reingucken. Ich werde das vom Ufer filmen. Weil wir haben... Oha. Ich habe gerade eine aufs Plateau gelegt, die ich eben rausgebracht habe, wo ihr erzählt habt. Da ist aber gerade die Remi-Demi. Wir haben gesagt, in dem Gewässer ein Plateau. Eine habe ich drüber ein Schilf gelegt. Eine habe ich aufs Plateau gelegt. Das ist so ein bisschen Drittelgewässer, Hälftegewässer, Drittelgewässer. Das sind auch nur wirklich so 80 cm tief. Macht immer Sinn, eine aufs Plateau zu legen. Und die werde ich jetzt schön fächern, rechts rüber raus. Und werde ich auch direkt Meter vom Schilf ablegen. Hätte ich Geflecht drauf, lege ich die direkt am Schilf ab. Angenommen, hier wird das Schilf und ich hätte Geflecht drauf, lege ich die dahin. Aber durch das Gummiband da drauf, diese Monoschnur, bleibe ich wirklich so einen Meter weg. Das macht sich ganz gut, weil ich das die ersten Male, wo ich mit der Monoschnur ziemlich dicht rangegangen bin, hing die im Schilf drin. Ich habe sie zwar rausgekriegt, aber ich bin nicht so der Freund, der nachts hier irgendwelche Karpfen aus dem Schilf befreien muss. Und von daher, hier kann man die so schön drüber drillen. Tja, Leute, lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß, war schon wieder viel Theorie. Jetzt wollen wir ein bisschen Praxis sehen, ne? Geht mir genauso, ich bringe die Route raus. So, meine lieben Angelfreunde, jetzt nochmal zum Schluss. Alle drei Routen liegen. Die liegt vom Schilf, die liegt auf dem Plateau und die liegt auch vom Schilf. Bei der auf dem Plateau ist natürlich ein Mittelwasser drin oder Hälfte, Drittel Gewässer.
Da ist der Freilauf auf. Der ist nicht leicht auf, aber er ist auf. Ne? Und wenn ich irgendeine Rute einsammelt bei denen, mit denen ich vom Schilf angel, da ist die Bremse zu. Ich mache mal den großen Starterring, den knall ich mir in den Bissanzeiger. Hier habe ich diese Gummiklipse dran, die halten das alle Male. Die Stangen vom Bankstick, die stecke ich einfach ganz tief in den Boden rein, so dass er hier richtig steht. Und er macht das halt nicht mehr als dieses. Das wackelt ein bisschen allem drum und dran, auch wie ich die letzte, die ich ihm draus gebracht habe, die liegt jetzt so ein bisschen hart rum. Dann haut er die Spitze rum. Aber lieber Bremse zu, bevor im Schilf drin. Und bei der ist genauso, die Bremse zu, da kannst du ziehen, da passiert gar nichts. Ein bisschen die Monoschnur gibt eh noch nach, da ist eh so viel Dehnung drauf. Und von daher, ich mache die auch immer relativ stramm, dass die richtig schön oben hängt. Dass der gar nicht viel Luft hat zum Laufen. Und von daher, Leute, ja, jetzt gehen wir mal eben angucken, was da passiert. Mit Schild aufgebaut. Ich bin erstmal zufrieden, Leute. 3 Runden liegen. 10 ist auch mittlerweile durch. Von daher, Leute, gucken, was passiert. Ab jetzt bin ich mega heiß. Geil, Leute. Dran, ja, Leute. Lampe rot, Motor tot, ne? Oder wie war das beim Auto, ne? Tja, nun paddelt der gute Mann mit der Futterkelle. Was ist denn da los? Ich denke mal, der wird sich vielleicht eine alte Sehne oder sowas eingesammelt haben. Der Motor ist fest auf jeden Fall. An der Batterie kann es nicht liegen. 120 Ampere Bleiakku. Heute voll geladen, da kannst du 3 Tage im Kreis mitfahren. Aber ohne Paddel ist natürlich schwierig. Ja, das sind so die kleinen Miserien. Mitchie, hast du den Schlüssel mit? Ja. Ja, wie gesagt. Mal die Schraube abnehmen, mal gucken, was da los ist. Ich könnte wetten, das habe ich auch schon mal gehabt, leider, Leute. Aber wenn du keine Paddel mit hast, ist natürlich blöd. Ich könnte wetten, da wird sich garantiert eine tote Sehne eingesammelt haben. Leute, ich werde mir gleich nochmal dranbleiben. So, Freunde, wollen wir gucken, was hier los ist? Oder nehmen wir mal ab. Den Braten vorhin schon gerochen, einmal kurz. Ja, geht schon wieder gut los heute, Leute. Ja. Was willst du haben? Geflecht, Mono oder nochmal Geflecht? Zum Glück hast du Futterkelle mitgehabt. Oh, ach du Scheiße. Hast du ein Messer da, Michi? Nein. Guckt euch das an, Leute hier. Den Braten habe ich schon gerochen. Und wie gesagt, die Batterie, da kannst du 3 Tage im Kreis mitfahren. Und der Motor ist noch relativ neu. Eine schöne Geflechtschnur ist dir eingesammelt. Auch nicht zu knapp. Was soll das, doch kein Messer? Gib mir das andere da. Das ist eine Machete, Mann. Ach du Scheiße, ey. Ja, Leute, das passiert. Lasst ich euch gerne mit reingucken. Ist nun mal die Realität. Ach. Ja, nimm eine Futterkelle und Paddel. Hat doch gut geklappt dort. Natürlich. Meine Güte. Alter. Die muss hier gleich hier vorne irgendwo eingesammelt haben oder sowas. Ist das ein Knäuel, Alter? Ach, nee, du. Leute, vor euch werde ich das bisschen vorspulen, weil so wie das hier aussieht, zieht sich das bisschen länger hin. So, Leute, weiter im Text. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja, zweite Rute raus, Mitchie. Feuer frei. Ich räume hier ein bisschen auf. Dein Messer, dein Schlüssel, zum Glück hast du Werkzeug mitgehabt. Dankeschön. So, also Schnur gleich weg. Boot rein, Leute, dranbleiben. Tja, Leute, da war eigentlich der erlösende Ton. Es ist kein Karpfen, es ist sehr ruhig, aber guckt euch die Tinker an. Geil, ne? Was ein geiles Monsterstein, wie schön hochrückig. Geil. 55 cm. Richtig massiv gebaut, der Fisch. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, bis jetzt nichts. Und wir haben es 18 Uhr abends. 6 Ruten, noch nicht viel zu holen. Das war der erste bis jetzt. Ja. Meine Güte. Ich liebe diesen Beifang. Und das ist der Grund, warum ich mit den 15er Angeln, das inhalieren die Jungs sich alle Male ein. Und das ist doch ein mega geiler Fisch. Geil. Wie gesagt, Leute, freut mich. Ich werde mich um diesen super Fisch kümmern. Und dann hören und sehen wir uns mal. Machen wir mal schön Armbrot. Aber wie gesagt, momentan ist es mega ruhig. Aber du bist echt ein Hübscher, Alter. Geil. Freut mich, Leute. Auch wenn noch nicht so viel passiert ist. Aber
Mama, steckst du nicht drin, ne? Ich sag noch zum Kumpel von mir, dann fahren wir dann, wo was passiert, ne? Naja, hätte ich mal meinen Mund gehalten. Leute, bis später. So, meine lieben Angelfreunde. Ja, geil auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, auch noch nicht das, was ich mir für heute ausgemalt habe. Aber man soll sich nicht mehr beschweren, wenn man so froh, überhaupt was piept. Aber ich bin ganz ehrlich, bei 6 Routen, 7-8 Stunden, hätte ich mir doch ein bisschen mehr ausgemalt. Naja, steck's nicht drinne. Ja, auf jeden Fall. Bei der Steinmontage nehmen wir nächsten Stein um die 300 Gramm. Habe ich euch schon gezeigt gehabt. Ich zeige es trotzdem nochmal. Ich bin aber so baff. Endlich piept ihr was. Ich habe da ein bisschen, bin ich ganz ehrlich, ein bisschen mit dem Karten gerechnet. Die uns so ein bisschen erlöst. Weil wenn ich Karpfen angehe, natürlich, eine Schlei ist ein super Beifang. Aber wenn ich Karpfen angehe, möchte ich auch ganz gern Karpfen haben. Wie gesagt, ich werde die Rute wieder rausbringen. Ich habe nicht mal meine Bollys hier. Ach, die stehen auch im Boot. Mach ich gleich fertig. Und von daher, Leute, nur eine kleine Zwischensequenz. Nur einen Stein haben wir uns rangehangen. Auch nichts Besonderes, ne? Ich denke mal hier. Ach, hier habe ich es nicht mal beschriftet. Manchmal wiege ich die immer. Aber ich denke mal so, dass sie 300 Gramm haben. Bring die Route wieder raus, leg die wieder dahin, wo sie abgelaufen ist. Und mal gucken, was hier noch passiert. Leute, ich bitte, dranbleiben zum Abendbrot. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja, es ist schon guten Morgen. Ich weiß, die Nächte werden wieder länger. Der Herbst kommt. Naja, was passt schon da. 6 Uhr durch. Ich muss leider los. Leute, ja, ist nichts passiert. Gar nichts. Bin ich mal lieber Raubfischangeln gefahren, ne? Wie ich das schon vorhatte. Ungewöhnlich. Aber wie gesagt, der Luftdruck ist bei uns echt stark gefallen gestern. Und was heißt gestern? Vorgestern stark gefallen. Vom sehr hoch auf sehr tief, aber wie gesagt, nicht ein Biss. Ich bin immer nicht so der Mensch, der mal nach Ursachen guckt. Aber vielleicht lacht es auch an Michi, an seinem Fluch, der an ihm klebt. Nein, glaube ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, bin immer nicht der Mensch, der die großen Ursachen versucht. Aber recht ungewöhnlich. Naja, Leute, soll vorkommen beim Karpfenangeln, dass man noch mal nichts fängt. Ne? Ist ja nicht so, wir haben ja nichts gefangen. Eine schöne Tinke hatten wir noch. Aber doch trotzdem recht mau. Ja, Leute, ich muss los, hab ein bisschen was zu tun. Bisschen Unterstützung zu Hause meinerseits wird gefordert und von daher hau ich jetzt ab hier. Michi bleibt noch ein bisschen sitzen, aber ich glaube, da passiert gar nichts mehr. Ja, Leute, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, wie immer, lasst ihr einen Daumen oben da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst ihr ein Abo da. Sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Euer Chipine. Ich bin raus. Ciao.